This podcast is brought to you by LMU Munich. Die mich aus Münster kennen, wissen zu schätzen, dass das in manchen Zügen reaktionär ist, in manchen aber auch zu analytisch, in anderen zu historisch. Das ist von allem etwas, worüber man sich ärgern kann. Ich habe diese Reihe hier so verstanden, dass man Work in Progress ausprobieren darf. Und dieses Titelbild lese ich so, wenn man hört pragmatistische Anthropologie, dann denken die einen erstmal, was für ein überzogener Riesenentwurf. Die anderen denken, was historisch überholt. Und die Dritten werden am Ende sagen, was in einem kläglichen Zustand dieses Ding, was ich in Grundzügen vorstellen will, immer noch ist. Dafür steht dieses Bild. Mir ist also zumindest das Letzte und vielleicht auch die Fragilität und Baufälligkeit bewusst. Und ich wünsche mir gute Gründe, warum das ein gutes Projekt ist, zu hören. Und ich bin auch offen für Einwände, die mich dann dazu bringen, zu sagen, an die Restauration dieses Gemäldes begebt man sich besser nicht. Also ist es wirklich Work in Progress. Das Zweite, das liegt an dem Thema der Reihe, die, glaube ich, insgesamt den Versuch unternimmt, philosophische Anthropologie und Ethik in einen Diskurs zu bringen oder auch zu überlegen, was könnte eine zeitgemäße Anthropologie für die Ethik austragen, positiv wie negativ. Und deswegen liegt der Akzent so, wie er in dem Vortrag liegt. Ich werde also versuchen, Ihnen die Grundidee zu erläutern und dann ein bisschen dazu sagen, wo aus meiner Sicht die produktiven, aber auch die problematischen Bezüge zur Ethik aus meiner Sicht sind, also die Teile, aus die, wo wir uns Gedanken machen müssen, wo man auch zu Recht kritisch sein kann. Es gibt aus meiner Sicht, und ich habe das Ganze angefangen, pragmatistische Anthropologie zu nennen, als ich mal gezwungen worden bin, zu erklären, warum ich so viele verschiedene Sachen mache. Von außen, dann habe ich festgestellt, man kann sie aufeinander sinnvoll beziehen, und das, was man dann ins Zentrum stellen muss, ist das, was ich heute erläutere. Ich habe auch festgestellt, dass es ein paar Commitments gibt, die in das Bild nicht reinpassen. Und seitdem bin ich ziemlich rigide dabei, die zu eliminieren aus meinem Arbeitsplan. Also das war hilfreich. Die eine Säule, zu der ich heute nichts sagen möchte, sind die Wurzeln in der klassischen deutschen Philosophie. Das liegt an dem Akzent auf die gegenwärtige Ethikdiskussion. Ich bin aber gern bereit, bei Nachfragen in der Diskussion wahrscheinlich dann zu lange zu dem Aspekt auch zu reden. Es gibt drei Säulen, klassische deutsche Philosophie, wobei ich den Wittgenstein eigentlich auch in diese Tradition mit reinnehmen würde. Immerhin ist das ja auch schon erste Hälfte letztes Jahrhundert. Also auch die analytische Philosophie kommt ja auf dem Kongress im Bereich Geschichte der Philosophie vor. Nicht nur die Stones haben jetzt schon ihre historische Dimension. Personale Lebensform ist gerade genannt worden. Das ist etwas, was mich systematisch interessiert. Das werde ich gleich ein bisschen erläutern. Und dann das, was ich anstelle des mir unsympathischen Ausdrucks angewandte Philosophie oder angewandte Ethik, Ethik in Anwendung nenne. Das kann eine rein kosmetische, aber es kann auch eine systematisch relevante Unterscheidung sein. Ich gehe jetzt so vor und das Wichtigste, was, glaube ich, heute ist, ist das Zeitlimit, damit wir Zeit zum Diskutieren haben, dass ich kurz etwas über die personale Lebensform sage, die das Ziel dessen ist, mit dem die pragmatistische Anthropologie befasst sein soll. Dann werde ich sagen, was ich mit diesem pragmatistische Anthropologie-Label verbinde. Da das Wort Anthropologie und philosophische Anthropologie eine bestimmte Konnotation hat, vor allem wenn es großgeschriebenes philosophisch ist, kann man das und muss man das in erster Linie durch Abgrenzung machen. Das ist für einen Grundriss erstmal schön. Das ist ähnlich wie in politischen Befreiungsbewegungen. Solange man sich durch Abgrenzung definiert, ist das Geschäft halbwegs mehrheitsfähig und nicht ganz so dornenreich, um dann zu sagen, was das für die Ethik möglicherweise austrägt. Personale Lebensform ist für mich der Versuch, das menschliche Existieren an zweier Achsen
zu begreifen. Die eine ist die Spannung zwischen einem leiblich-organismischen und einem geistig-intentionalen Leben. Die zweite Achse ist die zwischen einem individuellen, zur Selbstbestimmung fähigen Subjekt einerseits, das zugleich konstitutiv sozial verfasst ist, andererseits. Also bei mir beginnt die Sozialität nicht erst dann, wenn autonome Iche als freie Subjekte durch die Natur wandern und dummerweise ähnliche der gleichen Art finden, um sich dann, bevor sie sich umbringen, in Rechtsverhältnissen wechselseitig zu domestizieren, sondern die Sozialität ist schon da, bevor einer von beiden auch nur auf die Idee kommt, sich als autonomes Handlungsobjekt zu begreifen. Und das meine ich nicht nur entwicklungspsychologisch, das meine ich begrifflich. Also das ist eines der Hegelschen Erben. In dem Sinne würde ich mich als Sozialphilosoph begreifen. Zugleich ist die personale Lebensform durch vorwärts gerichtet primär den Versuch, Autonomie zu leben und die eigenen Handlungen als verantwortungsfähige, verantwortliche zu übernehmen, gekennzeichnet. Das macht auch die biografische Verfasstheit deutlich. Und ich habe interveniert in die Debatte um personale Identität schon lange und dort für eine Arbeitsteilung plädiert, dass nämlich die Frage der Identität im Sinne eines biografischen Selbstbewusstseins mit dem Personenbegriff als hermeneutisch aus der Teilnehmerperspektive zu analysierendes, zu verstehendes Phänomen zu begreifen ist, während solche Fragen wie Existenzbeginn und Existenzende, das was uns zum Beispiel in der Medizinethik beschäftigt, wenn wir fragen, ab wann ist es Verhütung oder bis wann, ab wann beginnt Abtreibung, wann, unter welchen Bedingungen tritt der Tod eines Menschen ein, dass wir dies an die Menschseite des menschlichen Lebens und dann letztendlich auch nur unter kompetenter Hinzunahme naturwissenschaftlicher, medizinischer, vielleicht auch Philosophie, naturphilosophischer Annahmen beantworten können. Das ist also eine, wenn man so will, operative Dualität, keine ontologische. Das wird gerne mal missverstanden. Ja, ich kann mich da nachher auch noch mal gegen wehren. Das ist also eine methodologische Unterscheidung, keine, die in dem klassischen Bild zweier irreduzibler Substanzen oder so etwas endet. Und es ist auch kein Naturalismus in dem Sinne, dass ich glaube, dass man das Wesen der menschlich-personalen Lebensform vollständig in eine naturwissenschaftlich, egal wie reichhaltige Theorie überführen kann. Es heißt nur, dass es gewisse Teilfragen in dem gesamten Setting gibt, die man aus zum Teil ethischen Gründen an bestimmte Disziplinen delegiert oder die man ohne deren Kompetenzen nicht beantworten kann. Und das Dritte aus dem Praktischen neben Autonomie und Verantwortung ist der Begriff der Anerkennung. Das ist der zweite, glaube ich, klare Bezug zu einer bestimmten Tradition. Der steht dafür, dass personale Identität im Sinne von einer biografischen autonomen Verfasstheit ein Geltungsphänomen ist, das es nur innerhalb sozial geteilter Praxen geben kann und das wesentlich durch soziale Interaktion auch inhaltlich definiert wird. Das kann für bestimmte ganz konkrete Fragen, zum Beispiel die Umsetzung von Patientenverfügungen, für die Frage, wer hat letztendlich die Verfügungsgewalt bei Entscheidungen, auch über den eigenen Körper, die Deutungshoheit, wer ist berechtigt mitzusprechen. Das kann ganz konkrete Auswirkungen haben. Das ist also nicht nur der alte metaphysische Streit dessen, was Hegelianer meinten, als Weiterentwicklung von Kant etablieren zu müssen. Das trägt auch was aus. Also das ist so das grobe Feld. Und wichtig für mich ist eben, dass das der eigentliche Fokus ist. Man kann auch sagen, das alte Projekt hier ist eben nicht jetzt das Wesen des Menschen zu explizieren, sondern zu verstehen, was es heißt, als endlicher Organismus einer bestimmten Art
ein personales Leben zu führen. Ja, das ist das Kernbild. Und ich bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, dass man dafür Anthropologie durchaus sagen sollte, und vor allem in einer Tradition, die vor der deutschen, dem deutschen Sonderweg im 20. Jahrhundert schon längst begonnen hatte. Das ist nämlich häufig aus dem Bewusstsein verschwunden, dass wir auch bei Kant oder Hegel, bei Feuerbach oder Marx ja eine Anthropologie finden, die also vor Plessner, Gehlen oder Scheler liegt. Was verstehe ich unter pragmatistischer Anthropologie? Das eine ist der Bestandteil Anthropologie, den ich Ihnen jetzt kurz erläutern möchte. Wenn man, wie ich, aus dieser deutschen idealistischen Tradition kommt, dann hat man es ja mit Vernunftbegriffen und Subjektivitätsbegriffen zu tun, die relativ steil daherkommen können. Also von der Reinheitsmetaphorik, die bei Kant und Fichte da ist, von dem starken Apriorismus, der bei Geltungsfragen methodologisch in Anschlag gebracht wird, ist es ein weiter Weg, die anderen Aspekte des Menschseins auch in den Blick zu bekommen. Und zwar nicht nur als äußere Limitation oder das krumme Holz, aus dem wir versuchen müssen, unsere Autonomie zu schnitzen, sondern in einer bestimmten Weise philosophisch stärker zu berücksichtigen und in den Begriffen Leiblichkeit, auch Dependenz, Verletzlichkeit und Bedürftigkeit drückt sich etwas aus, was für unsere Lebensform genauso charakteristisch ist wie die Fähigkeit zur rationalen oder sittlichen Selbstbestimmung. Es ist gleich ursprünglich und gleich berechtigt. Und ich glaube, dass eine bestimmte Tendenz der Aufklärungsphilosophie da die Dinge doch sehr einseitig, zum Teil mit guten Gründen, aber im Gesamt doch sehr einseitig akzentuiert hat, sodass eben Denker, gerade nach Hegel, kann man Marx oder Feuerbach nennen, angefangen haben, da Korrekturen vorzunehmen. Und es ist natürlich eine Herausforderung, der wir uns auf verschiedene Weise stellen können, ein Ideal von Autonomie zu verfolgen und zugleich zu wissen, als körperlich-leibliche Wesen Bedürfnisse zu haben, verletzlich zu sein und auch Autonomie nur durch Unterstützung anderer überhaupt realisieren oder später aufrechterhalten zu können. Und ich denke, dass ein großer Unterschied, wenn man sich zum Beispiel der Pflegeethik oder dem, was wir in der Public Health-Debatte diskutieren, nähert, ein großer Unterschied liegt darin, ob ich die Angewiesenheit auf die Solidarität anderer nur als Beschränkung meiner Freiheit, als notwendiges Übel, weil es nicht anders geht, begreife oder als einen Modus der Realisierung meiner eigenen menschlichen Dimension. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied, wie man sich diesen Phänomenen philosophisch nähert. Ich glaube auch, dass eine Philosophie, die da die Akzente anders setzt, eine ist, die den Menschen, die dann in diesen Umständen leben werden, es leichter macht, diese Lebensumstände auch anzunehmen und auch die Sinnhaftigkeit, die darin liegen kann, sich selbst zuzurechnen und das eben nicht nur als Verlust zu erleben. Das ist ein schwieriges Thema und ich will nur die Tendenz andeuten, warum ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft diesen Fragen nachgehen müssen. Denn das große Elend und das ethische Problem ist nicht das, was wir Stammzellen antun, sondern ist das, was in den Nicht-Luxus-Pflegeheimen überall in der Republik passiert. Und das ist, wer sich da nicht seine Autonomie kaufen kann, eine große Herausforderung für alle Beteiligten. Und da müssen wir als Philosophen Angebote machen. Und mir ist nichts Besseres eingefallen, als von Anfang an in die Theoriebildung diese Aspekte als gleich ursprüngliche mit reinzunehmen. Das Zweite, was die philosophische Anthropologie eben auch, hier aber schon in einer polemischen Überzeichnung sozusagen betont hat, ist eben, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Ja? Und eben nicht der Freerider, der nur aus Angst und Schrecken, aus Klugheitsgründen soziale Gebilde aufbaut. Und dass Autonomie zwar auch auf Handlungen und auch auf Personen attribuiert werden kann, dass aber das Prädikat seinen genuinen Sinn auf vernünftig verfasste soziale Gebilde hat,
In erster Linie sind vernünftig verfasste Gebilde, in denen normal sozialisierte, entwickelte menschliche Wesen sich bewegen, das, was wir als Realisierung von Autonomie begreifen sollten und nicht einzelne heroische Subjekte, die sich gegen die Feindlichkeit des Marktes, der Natur und der anderen Menschen in ihrer Autarkie durchboxen. Das halte ich für eine Schwundstufe des Verständnisses von Autonomie. Und deswegen ist auch der Anerkennungsfaktor etwas, was in einem wohlverstandenen Sinne zu jeder Analyse von Autonomie dazugehört. Nicht in dem Sinne, dass ich die autonomen Entscheidungen und Handlungen anderer Personen anzuerkennen habe, weil sie sozusagen Grundrechte markieren. Das ist sicher auch ein Aspekt. Sondern, dass ich mich selbst überhaupt nur als autonomes Subjekt begreifen kann, weil ich sehe, dass andere mich aus diesem Blickwinkel interpretieren und mich an dieser Messlatte messen. Einige werden es wissen, das ist eine aus meiner Sicht zentrale Einsicht, die wir schon bei Fichte finden, die dann aber gerade bei Hegel auch als Grundstruktur von sozialen Institutionen und auch von Verfahren in Institutionen ausgearbeitet wurde. Nicht jede Anerkennung ist eben die des Kampfes Auge um Auge, sondern manche Anerkennung ist einfach die vernünftige, institutionelle, geregelte Ablauf von Verfahren, die ich nicht mehr überprüfen muss, um meine Minimalrechte durchzusetzen, sondern wo ich mit dem Vertrauen hereingehen kann, dass der Geist dieses Ganzen gerade der Autonomie dient. Ich weiß, dass das romantisch klingt. Ich komme auch aus einer Universitätsverwaltung und da ist es möglicherweise an vielen Stellen auch problematisch. Trotzdem denke ich, dass eine normative Sozialphilosophie daran festhalten sollte, dass soziale Institutionen ein unverzichtbares Element der autonomen Lebensführung sind und nicht das andere der individuellen Autonomie. Und in diese Konfrontation begeben wir uns ja häufig ideologisch, bis hin zu den Kolleginnen und Kollegen, die dann in der inneren Emigration die Autonomie der Wissenschaft sehen und nicht in der Mitgestaltung von Institutionen. Ich halte das für ein auch reales Problem. Und hier ist eine philosophische Anthropologie natürlich lehrreich. Auch mir ist bewusst, dass bei Gehlen die Institutionalität gegen die Autonomie so ausgespielt worden ist, dass es politisch reaktionär ist. Ich weiß, ich habe ja gesagt, manches in dem, was unter Anthropologie verhandelt wurde historisch und auch was heute in manchen anderen Disziplinen verhandelt wird, ist aus ethischer oder Sicht der politischen Philosophie höchst kritikwürdig. Ich würde nur immer an den Kernideen und als Grundstrategien festhalten wollen. Ich bin nicht der Meinung, dass es notwendigerweise so ist, dass ein solches Projekt Autonomie zugunsten von Institutionen oder Individuen zugunsten von Kollektiven abwerten muss. Aber das ist natürlich dann etwas, was mich gleich bei der Ethik nochmal beschäftigt. Temporalität, Zeitlichkeit, ich denke, auch das kommt in manchen heute sehr populären Moralphilosophien, Ethiken und politischen Theorien zu kurz. Es gibt natürlich Ethiktypen, in denen das quasi zum Ausgangspunkt gemacht worden ist, aber die erfreuen sich und zum Teil auch wegen mangelnder theoretischer Qualität nicht unbedingt größter Beliebtheit. Ich denke aber, dass wir, egal in welchem theoretischen Rahmenwerk, das Faktum der Endlichkeit der eigenen Existenz, der Endlichkeit der Kontrollierbarkeit unserer Handlungen, der Fallibilität aller unserer Entscheidungen und Überzeugungen berücksichtigen müssen in der Art dessen, wie wir Begründungen verlangen und auch anstreben. Und vor allem müssen wir in jeder Hinsicht klar machen, dass diese Gebilde, sowohl das eigene Leben wie auch soziale Institutionen, fragil sind. Die sind höchst störanfällig und nichts ist geschenkt. Und man kann nicht genügend als Philosophin, als Philosoph sich immer wieder klar machen, wie komplex und wie ineinandergreifend bestimmte Dinge sein müssen, damit etwas als Hintergrund gegeben ist, in dem wir unsere Autonomie dann ausleben können. Also es ist im Grunde genommen
manche würden sagen, so eine Art störfallzentrierte Diagnose. Man sieht dann, wenn etwas nicht mehr funktioniert, wie komplex die Mechanismen sind, die ineinandergreifen, wenn wir nicht sehen, wie komplex sie sind. Ja, also ich neige zu Beispielen aus dem Fußball. Die besten Spiele sind dann da, wenn man die hochgradige Organisiertheit eines Mannschaftssports überhaupt nicht merkt. Aber dass das hochgradig zu organisieren ist, merkt man an den Teams, wo das fehlt. Ja, wo also Fragmente versuchen, ineinander zu greifen. Das funktioniert nie. Und ist, glaube ich, auch in Biografien so. Wenn also die Leiblichkeit und die Geistigkeit nicht mehr ineinander greifen, von den kleinen Ticks bis hin zu den Ausfällen, Demenzen, Schlaganfällen, dann merkt man in der Selbstwahrnehmung und auch in der Deutung solcher Personen, dass jetzt auf einmal Dinge nicht mehr synchron sind, die wir immer in synchroner Einheit brauchen, um etwas als eine Person, als eine Handlung, als einen Sprechakt, der ja auch eine komplizierte Verwobenheit von Bedeutung, Geltung, Schallwellen ist, zu begreifen. Und ich denke, die philosophische Anthropologie wäre ein Angebot, dieser Komplexität nachzugehen und nicht bei der Idee von Formalisierung, strikter Begründbarkeit, Universalität anzufangen, sondern in der Komplexität der Strukturen erstmal zu beginnen. Ich habe vorhin gesagt, es gibt in manchen Linien der Phänomenologie, die mir jetzt philosophisch nicht so nahe stehen, Versuche dieser Art. Und ich glaube, manches sollten wir uns da einfach aneignen von der Thematik her. Also dafür steht das Wort Anthropologie. Letztendlich steht dahinter die Überzeugung, dass menschliche Begriffe Werkzeuge zur Bewältigung von Lebensaufgaben sind. Und wie alle Werkzeuge haben sie ihre Kontexte, ihre Reichweite und ihre Grenzen. Und es gibt bestimmte Sorten von Philosophie, die so tun, als seien Bedeutungen oder Geltungen ahistorisch. Vielleicht sind mathematische Dinge so, weil ich will gar nicht sagen, dass das gar nicht geht. Ich glaube aber, dass alle die Dinge, die für eine philosophische Explikation des menschlichen Lebens oder auch der Ethik gebraucht werden, den Index bezogen auf die menschliche Lebensform irgendwo haben. Und den sichtbar zu machen, auch in seiner Begrenztheit sichtbar zu machen, ist einer der Dinge, die mich interessieren. Warum das wichtig ist, kann man eventuell in einer Diskussion, wenn man mit Transhumanisten redet, die genau versuchen, diese Kontexte ja, durchzustreichen, kann man zumindest spüren, dass man jetzt drüber nachdenkt, was ist es denn da, was jetzt auf einmal verloren geht? Und ich bin auch der Meinung, wenn man also von der reinen praktischen Vernunft redet, dass man dann nochmal mir sagen müsste, wovon eigentlich gereinigt und wo die Grenze zwischen einer sinnvollen Säuberung und einem Waschzwang liegen. Und wenn das, was sozusagen völlig purifiziert ist, wieso das dann mit uns noch was zu tun haben soll, wo wir doch nie in diesen Sphären spielen. Das ist eine Frage, die methodisch vielleicht in die Richtung geht, wie weit sollten wir idealisieren und wo ist für die praktische Philosophie Idealisierung und Entkontextualisierung der falsche Weg? Ja, die sich mit den Theorien beschäftigen werden, wissen, viel Feind, viel Ehr an dieser Stelle. Denn das Gegenteil ist natürlich, ja, die ersten will sagen Relativismus. Ich glaube, Relativismus ist die falsche Diagnose. Aber eine gewisse Relationalität und Gebundenheit. Und etwas, was immer kontingent ist. Technische Fortschritte zeigen uns ganz sinnfällig, dass Dinge, die uns fundamental ausmachen, zur Diskussion und zur Disposition stehen können durch technische Fortschritte. Synthetische Biologie ist so ein Beispiel. Ja? Also ist ein sehr tief verankerter, auch von Entwicklungspsychologen als eine sehr frühe kognitive Leistung erforschte Unterscheidung zwischen Organismen und Artefakten. Das lernen wir intuitiv ganz, ganz früh. Und wenn die synthetische Biologie Fortschritte macht und gelingt, dann ist das vielleicht eine, die viel weniger kategorial ist, als wir 2.500 Jahre lang gedacht haben. Und dazu müssen wir uns auch stellen. Und wenn man diese Dinge thematisiert, dann ist auch klar, dazu komme ich gleich noch, dass eine so verstandene Anthropologie sich auch mit der Kontingenz ihrer eigenen Grundannahmen beschäftigen muss.
während sie in einer bestimmten Tradition gerade sozusagen als Kontingenzüberwindung betrieben worden ist. Ja, also in dem Sinne ist das eine Alternative. Das andere pragmatistisch, das kann man einmal verbinden mit bestimmten philosophischen Positionen. Und ich glaube, dass Karl Marx recht hatte, als er sagte, dass bei Hegel das Prinzip letztendlich das der Arbeit oder der Handlung war und der Tätigkeit. Und bei Fichte steht es ja schon als Tathandlung ganz oben in den Systemen. Und so wie ich das lese, sind solche Autoren wie Fichte, Schiller und Hegel die ersten Pragmatisten in der Tradition, die ich kenne. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn Mittelalter-Experten im Raum sind, die werden mir dann die Mittelalter-Personen nennen, die das schon gemacht haben. Und die antike Forscher kennen das auch. Ich deute das so, es geht gar nicht darum, welches die ältere oder die erste Strömung ist, sondern das ist eine philosophische Einsicht, die gewonnen und wieder verloren wird, sozusagen eine strategische Entscheidung, von welchen Phänomenen aus man versucht, philosophisch systematisch zu arbeiten. Und ich verstehe unter pragmatistisch eben vom Prinzip Handlung aus, das Ganze zu organisieren. Und das bedeutet letztendlich, bei allen Phänomenen der Analyse zu fragen, wie ist das auf menschliches Handeln bezogen? Ja, welchen Sitz hat das in unseren Handlungskontexten? Das ist für viele Dinge, macht das einen Unterschied. Ja, also ob man sich der Mathematik von Handlungsideen her nähert oder von der Wesensschau abstrakter Entitäten, macht einen großen Unterschied, wie die das betreiben. Nicht, dass ich da viel Detailwissen hätte, aber auch Wissenschaft, ob man Wissenschaft und Theorien als Handlungsprodukte und Handlungsstrategien begreift oder als irgendeine andere Art von Entität, macht einen großen Unterschied dafür, wie man es begreift. Es führt automatisch dazu, dass das philosophische Primat auf dem Praxisaspekt liegt. Und das Ziel des Praktischen ist nicht unbedingt, das Wahre zu treffen im Sinne einer von unseren Kontexten unabhängigen Sachverhaltsbestimmung, sondern Zweckverwirklichung. Da kann Wahrheit sozusagen eine Indienstnahme sein. Es kann sogar Kontexte geben, rein theoretische Neugierde, wo der einzige Zweck die Wahrheitsfindung ist. Aber das Primat liegt quasi ja bei der aktivischen Verfasstheit menschlicher Subjektivität. Etwas, was aus meiner Sicht die empiristische Tradition bis hin zu ihren ethischen Theoriebildungen so nicht hat. Da ist ein ganz tiefer Unterschied. Und eine pragmatistische Anthropologie, die eben diese Ansprüche so formuliert, kann im Grunde genommen nur als eine orientierende und eine kritische Disziplin betrieben werden. Orientierend, dass sie zeigt, was uns an bestimmten Fällen irritiert, die aufzeigt, welche Dinge jetzt aus dem Gleichgewicht geraten, zum Beispiel durch technische Veränderungen, und uns erstmal klar macht, was auf dem Spiel steht. Und ich glaube, dass sie eben Kritik sein kann in dem Sinne, dass sie aufzeigt, welche Verluste wir und welche Chancen wir bei welchen Handlungsmaßnahmen, Maximen zu erwarten haben. Was sie nicht sein kann, und das hängt mit der Zurücknahme der Geltungsansprüche und der vorsichtigen Handhabung von Universalisierung zusammen, sie kann nicht primär vorschreibende Funktion haben. Und es gibt in der Moderne natürlich die Idee, dass das Wesen der modernen Moral gerade ihr vorschreibender, gesetzesartiger Charakter ist. Ob man und für welche Zwecke man diesem Theorieideal folgen sollte, darüber können wir diskutieren. Ich glaube nur, dass wenn man es anthropologisch pragmatistisch macht, man die Zeche erstmal zahlen muss und sagen muss, das Grundgeschäft ist eher das der Orientierung und der Art, einer Art kritischen Hermeneutik. Wer sich praktischer Philosophie mit dem anderen Ziel, entweder der gut begründeten Vorschriften oder der gut begründeten Verweigerung von Vorschriften anderer nähert, wird hier wenig glücklich werden. Das muss man schlicht einfach sagen. Ob er mit dem anderen dann glücklicher wird, weiß ich nicht, aber hiermit klarerweise nicht. Also das ist immer einer der Punkte, wenn man so ein Programm skizziert, dann wird gesagt, ja, das ist ja alles nett, aber mehr als Ratgeber
Und einen gescheiten Beitrag kann dann die Philosophie nicht leisten. Wir werden keine harten Normen begründen können. Dann sage ich, stimmt, aber anders kann man das auch nicht. Ich glaube, dann bin ich vielleicht skeptisch in die Leistungsfähigkeit bestimmter Formen philosophischer Ethik. Das wird aber sicher mir gleich um die Ohren gehauen werden. Dafür ist es auch so deutlich gesagt. Ethik in Anwendung, ganz kurz. In Anwendung ist in Anlehnung an eine von mir sehr geschätzte Formulierung des Kollegen Karl Marx, der gesagt hat, Philosophie ist Kritik im Handgemenge. Es ist auch eine Spitze gegen das Label angewandte Philosophie oder angewandte Ethik. Diese Metapher kann irreführend sein, weil sie nämlich so tut, als hätte man hier seine Theorie, ja, und da die Welt und dann wendet man sich schön drauf an. Und es ist klar, wenn ich diese Hermeneutik beschreibe, dann geht das hin und her. Das heißt, in der Anwendung werden mir Dinge klar und mit dem klar gewordenen Verständnis kann ich in die Praxis wieder eintauchen. Da gibt es keinen fixen Ausgangspunkt, es gibt im Endeffekt auch kein sicheres Gelände. Alles kann mit guten Gründen an bestimmten Stellen hinterfragt werden, aber, und das ist gegen die Skeptiker gesagt, nicht alles gleichzeitig. Die universale Skepsis ist eine sinnlose oder zumindest erstmal philosophisch folgenlose Position. Ja, man muss eben die motivierte Kritik an bestimmten Dingen von der Universalkritik, alles könnte falsch sein, ganz scharf unterscheiden. Und dann kommt man zu dem Bild, dass man es immer in Anwendung sich explizieren kann. So lese ich auch diesen schönen Satz von Hegel, dass man nicht schwimmen lernt, bevor man ins Wasser geht. Das funktioniert nicht wirklich. Das heißt für mich aber doppelt kontextuell gebunden. Erstens, das kann Philosophie nicht alleine machen. Das ist für manche Kolleginnen und Kollegen keine gute Nachricht, weil sie gerne Philosophie alleine betreiben. Ich glaube, dass wir ohne die Daten der Lebenswissenschaften, der Gesellschaftstheorien nicht wirklich genügend Material haben, um unsere Fragen sinnvoll und verantwortbar zu beantworten. Das ist sehr anstrengend. Ja, es ist schon mit Philosophen zu kooperieren, ist schon anstrengend. Mit Kollegen anderer Disziplinen sich zu verständigen, ist noch mal mehr anstrengend. Und braucht Zeit, die wir nicht kriegen, weil ja das dumme Bild ist, interdisziplinär heißt, Fachexperten für 4 Stunden an irgendeinem Flughafen zusammenbringen, die schmeißen ihr Wissen zusammen und dann haben wir ein interdisziplinäres Ergebnis. Und da ist natürlich der Unterschied zwischen einer Summe, die man auch Sammelband nennen kann, und dem wirklichen gemeinsamen verfassten Text, den alle mitgeschrieben haben, riesengroß und letzteres braucht Zeit. Und ich glaube, eine solche Philosophie geht nicht ohne das Einlassen auf andere Wissenschaften. Da will ich jetzt gar nicht viel zu sagen, dass das viele Probleme hat, ist klar. Denn das ist nicht nur interdisziplinär angelegt, sondern auch transdisziplinär. Das heißt, wir müssen die Fragen, die uns die Gesellschaft stellt, aufgreifen. Und zumindest in meinem Verständnis sollten wir auch Dinge so formulieren, dass wir sie an die Gesellschaft wieder adressieren können. Nicht alles, also auch wir haben Grundlagenforschung, aber ich glaube, das ist wichtig. Und da ist ein Problem, dass die Gesellschaft natürlich Fragen nie so definiert, wie wir sie in der Wissenschaft gebrauchen können. Ja, die Geste, so kann man aber nicht fragen, kann man ein-, zweimal machen, aber irgendwann muss man dann versuchen, die Fragen so zurechtzulegen, dass die Fragenden und die Geldgebenden sich noch darin wiedererkennen und dass sie zugleich operationalisierbar werden in unseren Dingen. Auch das ist etwas, wo, glaube ich, nur die Philosophen wirklich in der Lage sind, die Komplexität mal adäquat auch methodologisch zu erfassen. Das würde auch dazugehören, also eine Art Metaphilosophie dessen, was man tut, wenn man inter- und transdisziplinär unterwegs ist. Und die ethischen Elemente, ich unterscheide, das sind nur die Bausteine, die ich jetzt bereitstelle, um nachher mich aus der Schlinge zu ziehen. Die zwischen dem guten und dem gelingenden Leben, begrifflich. Das gelingende Leben ist das, was aus der Sicht eines autonomen, subjektiven Wesens festlegt, ja, worin es seine Werte und Sinn und Ziele sieht. Das muss sich mit einem guten Leben aber nicht decken. Das bedeutet, das Wort gutes Leben heißt, es ist kein reiner Subjektivismus.
Das ist eine Korrekturfunktion. Und natürlich gibt es menschliches Leben, wo Autonomie überhaupt nicht vorliegt. Und auch dafür brauchen wir Bewertungsmaßstäbe. Wie man die zueinander bringt und was den Vorrang hat, ja, also ist dann sowas wie die Grenzen der Selbstbestimmung und in welchem Namen? Oder wie kann man Autonomie in eine Konzeption des Guten so einbauen, ohne dass sie zum Subjektivismus wird? Das ist die andere Seite. Ist eine Herausforderung. Ich bin dann letztendlich mittlerweile ziemlich sicher, dass man dafür sowohl das axiologische als auch das deontologische Begriffsinstrumentarium und Begründungsinstrumentarium braucht. Das ist ja so ein alter Streit, ja, Wert oder Norm, das ist Gute oder das Richtige. Ich denke, dass wir beides brauchen und bin im Moment dabei, das axiologische über die Leiblichkeit und Bedürftigkeit mir verständlich zu machen und das andere, das deontologische, aus der Verfasstheit der praktischen Vernunft selber mit Regelbegriff und Regelfolgen und so weiter. Ob man das zusammenkriegt oder nicht, weiß ich nicht. Ich glaube nur, wenn man eins der beiden opfert, wird man in vielen Kontexten, wo die angewandte Ethik gebraucht wird, Schiffbruch erleiden. Also das ist einfach, ich glaube, man muss es schaffen, um in diesen Kontexten plausible Antworten zu bringen, das zusammenzubringen. Ich habe es aufgegeben, ohne beides oder ohne eins von beiden auskommen zu wollen. Und ich halte alle Versuche, eins der beiden auf das andere zu reduzieren, für kaum durchführbar, ohne dass ich jetzt behaupten will, dass es gar nicht geht. Da sage ich einfach, wenn einer es geschafft hat, lese ich es gern und dann lösche ich diese Folie. Aber bis dahin versuche ich, das irgendwie kompatibel zu machen. Auch hier, die Ethik ist eben deswegen Ethik und nicht Moral, eine orientierende Wissenschaft, die Angebote macht, und die sowohl gegenüber individuellen Handlungen als auch gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen auch kritisch ist, also nicht nur, also nicht unbedingt affirmativ ist, sondern sich auch einmischt, die aber nicht sagt, dass sie Begründungsleistungen erbringen kann, die in irgendeinem streng wissenschaftlich objektiven Sinne Verbindlichkeit haben. Das mag in bestimmten Gebieten ja sogar gehen. Ich bin da offen, wenn mir jemand eine universalistisch abgesicherte Begründung liefert, die funktioniert, habe ich kein Problem. Ich glaube nur, wir können und müssen sehr viele Dinge auch auf einem anderen Level machen, denn viele der Probleme sind sehr konkret, haben mit konkreten Entscheidungssituationen, mit Individuen zu tun, sind hochgradig kontextuell. Und da eine Philosophie zu haben, die dann sagt, ja, auf der Ebene kann universelle Moralphilosophie des Typs X einfach nicht sagen. Deswegen äußern wir uns dazu nicht. Das ist ein Kampfplatz, den ich nicht räumen möchte, denn ich weiß schon genau, wer die Leerstelle dann ausfüllen wird. Und dann bin ich dafür, dass wir es mit schwächeren Werkzeugen selber tun. Deswegen arbeite ich auch in Ethikkonsilien, Ethikkommissionen einfach mit, aber nicht nach dem Motto, wie der Ökonom, die ja immer alles objektiv beweisen können, bis man ihnen zeigt, dass das auch politisch motivierte Ratschläge sind, die da streng wissenschaftlich modelliert werden, sondern mit dem Wissen, das ist ein Diskussionsangebot und letztendlich sind es dann die politischen Entscheidungen, die Dinge treffen. Und ich glaube, dass das Ziel auch der Politik letztendlich nicht ist, die Wahrheit zu treffen, sondern das Lebbare und das Vernünftige zu ermitteln. Also das ist dahinter. Und jetzt, so wie der junge Mann, ich glaube, es ist ein Junge, da, das finden nicht alle toll. Ja? Bis in die Wahlentscheidung gegen den Veggie Day gibt es eine sehr tief verankerte Sorge, dass so etwas letztendlich doch eine Bevormundung ist. Und das gießt sich immer, wenn es in philosophischen Debatten ist, in zwei Kanäle. Und das eine ist das Stichwort Essentialismus. Ein Schimpfwort. Es gibt ja so bestimmte Begriffe, die in bestimmten Communities strikt negativ oder strikt positiv besetzt sind. Wenn die fallen, fängt das Denken nicht an, sondern hört auf. Essentialismus ist so etwas. Dazu ist aber zu sagen, man muss verschiedene Arten von Essentialismus unterscheiden. Einer, der übrig bleibt, wenn man sozusagen die konservativ-aristotelische Gefahr gebannt hat, ist ein wissenschaftlicher Essentialismus. Es ist eine weit verbreitete Annahme, dass die Naturwissenschaften letztendlich sagen, was das Wesen der Dinge ist. Ja, ist aber auch ein Essentialismus.
Und David Friedrich Strauss schreibt 1872, dass wir uns entschieden haben, an die Stelle der Theologie den Glauben an die Naturwissenschaften zu setzen. Das sei aber nur ein anderes Dogma. Das sei auch nicht wirklich objektiver oder näher an der Wahrheit. Das sehe ich auch so. Das bedeutet also, Essentialismus ist möglicherweise mehrdeutig. Es gibt Varianten, die ich unplausibel finde. Vor allem aber ist Essentialismus mit Kontingenz kompatibel. Etwas kann für eine Lebensform konstitutiv sein und trotzdem durch technische Veränderungen, ja, modifizierbar sein. Und ob wir dann sagen, dass sich die Essenz geändert hat oder ob wir dann sagen, was dabei rauskommt, gehört nicht mehr unter diesem Begriff, ist, glaube ich, keine Entscheidung, die man a priori begrifflich entscheiden kann. Da bin ich mit Hegel und auch dem späten Wittgenstein, der das, glaube ich, ähnlich gesehen hat, der Meinung, da wird sich ein neues Sprachspiel etablieren und später kann man rekonstruieren, was da passiert ist. Man kann als Philosoph nur sagen, dass da etwas für die bisherige Lebensform ganz Fundamentales jetzt zur Debatte steht und dass es Konsequenzen haben wird, wenn es nicht mehr zur Verfügung steht. Und ich glaube, die Unterscheidung von Artefakt und Organismus wäre so etwas. Wenn wir Techniken entwickeln, die das unterlaufen, dann werden wir vieles in unserem gelebten Handlungskontext neu beschreiben müssen und das wird viel Umorientierung bringen. Aber das wäre eine objektiv im Moment überhaupt nicht erfassbare Dimension. Also ich glaube erstens, dass eine gewisse Art von Kontingenz mit Essentialismus zusammengeht und zweitens, dass es Wesen gibt und in sich selbst interpretierende soziale Wesen sind solche, dass das Wesen von X auch eine historische Dimension haben kann. Dass also Erfahrungen in der Selbstrealisierung Teil des Wesens sein können. Das ist also auch nicht eine ahistorische Invarianz. Ja, was ja das klassische Bild ist ja immer die ahistorische, universale, abstrakte, ontologisierte Struktur, die nicht zur Verfügung steht, meistens dann auch noch normativ tabuisiert wird. Das muss man mit Essentialismus nicht meinen. Und ich glaube, wenn man es schwächer macht, ist die Alternative zum Essentialismus nur ein radikaler, subjektiver Konstruktivismus und der ist inkonsistent. Also ich glaube, man kommt um bestimmte Annahmen mit modalen Stärken sowieso nicht herum, weil unsere Sprache so funktioniert. Und das Zweite ist, wenn die individuelle Autonomie zum Wesen des menschlichen Existierens gehört, dann ist ja in dem universellen Strukturbeschreibung der Platz für individuelle Lebensformen und Interpretationen ja schon vorgesehen, sodass es überhaupt keinen notwendigen Zug gibt, das Wesen des menschlichen Existierens gegen die autonome Selbstgestaltung zwingend auszuspielen, also begrifflich für unvereinbar zu halten. Deswegen meine Unterscheidung, gutes und gelingendes Leben, die können auseinanderfallen, aber sie sind nicht zwingend inkompatibel und es käme viel darauf an, die Konstellationen zu identifizieren, in denen sie auseinandertreten und dann zu überlegen, welche Vorrangregeln für welche Fälle denn gelten sollten. Auch da, glaube ich, werden wir lernen müssen und es ist schon viel gewonnen, wenn man die Konflikte als dieser Art beschreiben darf und nicht diese Beschreibung einem schon um die Ohren fliegt als, das ist unzulässigerweise paternalistisch, weil man mit irgendwelchen Begriffen wie menschliche Natur oder Bedürftigkeit des Menschen, ja, Dinge einbaut, die dem Autonomiediskurs heteronom sind. Damit schließt sich der Kreis. Mein Autonomiebegriff soll diese Dinge als integrale Elemente haben. Das alleine öffnet die Tür, das geht manchen dann schon zu weit. Das ist der Preis. Und das Zweite ist, da haben wir in Münster so unsere Debatten gehabt, aber nicht nur. Perfektionismus ist bei den einen ein Hurra-Wort und bei den anderen ein Pfui-Wort. Denn Perfektionismus steht einmal für die Idee, es gibt ein objektives Ziel des menschlichen Lebens, das jedes Individuum anzustreben hat, das ihm also objektiv auferlegt ist und das, wenn es nicht will, durch Erziehungs- oder andere Programme auch dann gerechtfertigterweise dahin gebracht werden darf. Ich will nicht verhehlen, dass ich die Gefahr, die Gesundheits- und Bildungspolitik als moralische Anstalt zu betreiben, auch sehe. Ja, das ist aber zwiespältig. Wichtiger ist mir, es gibt diesen starken Perfektionismus und diese Konzeption von Perfektion in der philosophischen Tradition. Es gibt aber eine schwächere Variante,
ein Kollege aus Münster, der hier anwesend ist, nennt das immer so eine verwaschene sozialdemokratische Minimalversion der Ermöglichungsbedingungen. Ja, hinter all diesen Listen, die wir finden, so unsystematisch wie sie sind bei Nussbaum und Senn und anderen, die sind für einen Fichteianer als Theoretiker und kunstphilosophischen Systembildner natürlich ganz unbefriedigend. Darin zeigt sich aber, dass wir natürlich im Groben und Ganzen schon wissen, welche Rahmenbedingungen für die Möglichkeit autonomer Lebensführung zuträglich sind und welche nicht. Und ich glaube zum Beispiel, dass in der Sozialphilosophie oder im Sozialrecht solche Listen alles sind, was wir brauchen. Ja, in anderen Gebieten möglicherweise nicht. Und das heißt, eine solche Anthropologie sollte sich mit dem Begriff der Ermöglichungsbedingungen und des Fähigkeitenansatzes materiale anthropologische Inhalte erlauben, ohne diesem strengen Perfektionismus als einer nicht zur Debatte stehenden Idealblaupause zu verschreiben. Da ist konzeptueller Spielraum. Die Debatte läuft aber eher so entweder materiale Inhalte oder formal-prozedurale Moralphilosophie. Und ich würde denken, das ist letztendlich eine falsche Alternative. Ob es und in welchen Fällen was wieder den Vorrang hat, kann man nicht allgemein bestimmen, sondern es hängt von, glaube ich, von den Problemlagen auch ab. Und das Bild, was dahinter steht, ist eben dem Begriff der Autonomie von diesem idealisierten Reinheitskonzeption zu befreien und in seiner ganzen Endlichkeit auszubuchstabieren, dass er für uns als menschliche Wesen, die wir nun mal sind, lebbar wird. Und das ist nochmal ein Motiv aus meiner philosophischen Sozialisation. Das ist der Punkt, wo ich der Hegelschen Sollenskritik und der Hegelschen Kantkritik nach wie vor recht gebe. Normative Standards in die Welt zu setzen, von denen man weiß, dass sie niemals erreicht werden können von Wesen, die wir nun mal sind, ist weder heroisch noch klug. Es führt einfach dazu, dass die Menschen sich an den Angeboten nicht orientieren und ihr eigenes Ding machen. Und da hätte ich dann lieber Ziele, die aus philosophischer Sicht nicht ganz so rein sind, die nicht ganz so gut begründet sind, die auch nicht immer funktionieren, die vielleicht in manchen Bereichen Inkonsistenzen erzeugen, die aber so ein attraktives Bild abgeben, das man zur Diskussion stellen kann. Und naja, es muss ja nicht jeden Tag Spinat sein, wie dieser Junge zu Recht sagt. Aber ich glaube, es sollte auch nicht jeden Tag Schokolade sein. Und irgendwo dazwischen muss eine vernünftige Philosophie mit Augenmaß sich austarieren. Und in einem gewissen Sinne ist das jetzt antimarxisch. Wir müssen die Extreme vermeiden. In der Theoriebildung, in der Lösungsstrategie. Und wir müssen uns damit abfinden. Und das ist jetzt eine ganz alte Idee, dass die Ethik vielleicht ein Bereich ist, weil er vom Handeln kommt, der für Theorie in einem sehr starken Sinne einfach nicht gemacht ist und dass wir das anerkennen sollten und nicht immer eine Theorie zweiter Klasse als Idealisierung drüber ziehen, weil ich denke, dass man damit den Herausforderungen nicht gerecht wird. Das ist das Programm und ich glaube, jetzt sind Sie dran, mir zu zeigen, warum das keine so richtig gute Idee ist. Ich danke Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.